Schwerweiler Wasser! Eiskalt! Tanz mit mir den Uso-Tango, sonst mach ich Uzu-Chango. Ergibt keinen Sinn? Ja, ist auch richtig so. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ich hatte über G-Punkt geredet und über halt, was mich da so ein bisschen in Bezug auf halt Pan und so weiter. Also ich finde im besten Sinne, also natürlich, man assimiliert irgendwie, ne? Also man nimmt in einer Beziehung, übernimmt man Dinge vom anderen und kommt so irgendwie zueinander, wird sich gegenseitig gleicher. Stimmt, ne? Hast du auch schon erlebt. Wenn du eine Beziehung jemals hattest, boah, Alter, warum fängt hier auf einmal alles instant an zu brennen? Wow! Ach so, weil wahrscheinlich Lohn drohen. Ja, hätte ich jetzt auch mal dran denken können. Okay. Schnauze. Nee, also man übernimmt Angewohnheiten, Geschmäcker und so weiter voneinander, wenn man halt in einer Beziehung lebt. Aber das ist im günstigsten Falle 50-50. Das heißt, also Pan hätte auch so ein ganz klein wenig Hallöchen, Popöchen und so weiter übernehmen sollen oder müssen, damit das, damit sozusagen Gleichberechtigung herrscht. Aber das hat irgendwie gar nicht stattgefunden. Und der liebe G-Punkt wurde immer braver. Ja. So. Ja, das ist das da oben. Da. Ich sehe schon. Diese Kacklohe, ne? Ja. Das habe ich gut gemacht. Man kann den Schuss auch abbrechen. Das hat mir übrigens der Herr Kittenkummler beigebracht. Das hätte ich auch selber wissen können, wie man einen Schuss, einen Bogenschuss in Minecraft abbricht, nämlich mit dem Mausrad. Ah, manchmal sind die Dinge halt einfacher, als man denkt. Ja. Nö, und ich möchte auch gar nicht so viel halt über das Thema G-Punkt weiterhin reden. Es ist halt nur, es ist ärgerlich, ne? Wenn ja von so einer Legende so wenig übrig bleibt. Und bitte, falls ich jemals die gleiche Entwicklung durchmachen sollte, geht mir so richtig fett auf den Sack damit, damit ich es merke, ne? Weil es kann durchaus sein, manchmal macht man Veränderungen durch, ohne, also unerwünschte Veränderungen, ohne es zu wissen. Weil man ganz einfach vielleicht zu sehr in Gedanken gefangen ist. Du kleine Tentakel. Fuck. Warte mal, wo ist es denn? Da. Stirb. Ja, man weiß ja im Endeffekt nicht, ob das Ding überhaupt vielleicht, also ich habe ja den Verdacht, es ist ein untotes Wesen, der Gast. Ja, ich habe da so meine eigene Lore, wenn ihr die mal hören wollt, was ich annehme, was Gasts sind. Ich habe viel sogenannte Minecraft-Lore gelesen, gesehen halt auf YouTube. Es gibt da ja Leute, die sich wie mit allen Spielen halt mit dem beschäftigen, was halt angeblich hinter den Dingen steckt. Und Mojang hat sich ja nun wirklich nicht gerade mit Ruhm bekleckert in Bezug auf die Lore von Minecraft. Und da gibt es Leute, die haben wirklich tierisch gute Arbeit geleistet, da was zurechtzulegen, über wie die Endermänner entstanden sind, warum sie so sind, wie sie sind. Aber so richtig die Erklärung für Ghasts habe ich noch nicht irgendwo gehört. Falls du da was weißt,
bitte gerne mal verlinken. Ich schaue mir sowas ganz gerne mal an, irgendwie zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit der Aufnahme fertig bin und OBS Remux dann die Aufnahme ins endgültige Format, dann schaue ich mir ganz gerne mal irgendwie so die eine oder andere Videogeschichte an, die ich sonst normalerweise nicht schauen würde. Nicht, weil ich es nicht mögen würde, sondern ganz einfach, weil keine Zeit dafür da wäre. Das sieht wirklich schön aus hier mit dem Gang. Ich finde das jetzt auch in letzter Zeit gut, dass ich da halt diese Giebeligkeit mache, ne? Findest du auch, ne? Ist nett, dass du das findest. Ist super, dass du das denkst. So. Nee, ich glaube also, das Glas wird mir bald ausgehen. Die kleine Scheiße, das wird doch nichts. Wo ist mein Bogen? Ich werde das Viech hier killen. Kacke. Stirb. Nee, von denen müssen wir demnächst mal eine ganze Menge töten, weil, wie gesagt, ich will die Endereier haben. Die Eier des Endermann, damit wir dann mal eine Stronghold suchen können. Nicht, weil ich unbedingt ins Ende will, nicht, weil ich unbedingt den Enderdrachen bekämpfen will, um Jehovas Willen, nein. Aber, ja, einfach, Challenge, ne? Und vielleicht tatsächlich, also das Ding ist, wenn du am wenigsten damit rechnest, sage ich dir jetzt voraus, wenn du da, ne, wenn du ganz am wenigsten damit rechnest, geht der Honk ins Ende und killt den Enderdrachen. Und dann macht er das wahrscheinlich mit einem tierischen Bravour und sagte, hey, ich habe es euch doch schon immer gesagt, dass ich das machen werde. Ja. Das ist in den meisten Dingen so, also auch im Leben außerhalb dieses Kanals und von Let's Plays und Gaming und so weiter. Wenn die Leute am wenigsten mit etwas rechnen, das ich tun könnte, ne? Und sie sagen, naja, also, nee, mach da nicht, ne? Dann mache ich's. Und zwar nicht, weil ich das so plane, sondern weil es sich so ergibt. Komischerweise ergeben sich die Sachen immer sehr überraschend. Hat was mit meinem chaotischen Naturell zu tun. Ich bin halt nicht so ein Plastik-Anarcho, sondern ich bin Anarcho by Nature. Ich bin nicht Anarchist, weil ich sage, dass ich Anarchist bin und weil ich mir irgendeine Ideologie ausgesucht habe, sondern ganz einfach ja, wie soll man das sagen? Also, es gibt Leute, die suchen sich eine Ideologie aus und sagen so, das will ich jetzt sein, weil das finde ich irgendwie toll. Und dann gibt es halt Leute, die ganz einfach wie ich sagen, okay, Moment mal, das lebe ich schon die ganze Zeit. Also, ja, ist der richtige Name. Ist die richtige Bezeichnung. Danke. Ja. Das ist mit Anarchie so. Das ist mit Diskordianismus. Ich bin bekennender Diskordianist. Wenn dir das nicht sagt. Nein, es hat nichts mit dem Discord zu tun. Nichts mit dem. Ja. Also, Diskordianismus ist auf keinen Fall die Religion der Benutzer des Chat-Systems Discord. Ja, es gibt sicherlich auch Vögel, die das glauben. Es gibt überhaupt für jeden blödsinnigen Gedanken gibt es mindestens einen, der sagt, sehe ich genauso. Also, habe jetzt übrigens ganz vergessen, mein Uso Django zu trinken, den ich eigentlich in der Pause trinken wollte. Wie? Ich bin schon besoffen genug. Ist blöd oder was? Okay. Ja, also spätestens wenn das Material hier durch ist, ne, dann ist mal Zeit wieder an die Oberfläche zu gehen. Und dann machen wir wieder irgendwas ganz anderes. Naja, dummerweise kriege ich heute irgendwie die Erfahrungslevel nicht voll. Ich wollte ja eigentlich zur Stephansburg zum Skelettspawner und da
ein bisschen Erfahrungslevel farmen. Das könnten wir dann mal als nächstes machen. Ja? Machen wir das? Ich habe keine Ahnung. Und ich kann dich gerade nicht hören. Ja. Womit wir bei einem Thema wären. Und zwar wurde ich gefragt, so, wie sieht es denn jetzt aus mit Streaming? Ja, wie sieht es denn jetzt aus damit? Ich kann mich dazu immer noch nicht durchringen, weil es ist einfach ein Stresslevel mehr obendrauf. Okay, also ich sag ganz klar, seit ich jetzt halt Multiplayer gemacht habe, bin ich auch dazu schon ein bisschen mehr bereit, weil im Multiplayer muss man natürlich ja auch also hast du auch dieses Reaktionsgeschichtenteil, ne? Verstehst, was ich meine? Also du bist nicht mehr so ganz für dich alleine in deiner eigenen Welt, so wie ich jetzt hier. Ich sitze jetzt hier in meiner kleinen 36 Quadratmeter Butze und nehme jetzt hier auf und was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ich muss mal kurz hier. Alter, ich höre schon wieder Scheißviecher. Ja, euch auch. Warte mal. Das da ist übrigens falsch, sehe ich gerade. Das soll ja nach neuem Design so nicht. Uah. Über mir der strahlende Himmel. Ja. Ja, dann machen wir es von der Seite, glaube ich. Ja. Ja. Ja, 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 das funktioniert. Gut. Dann wäre das auch wieder aufgefüllt. Ja, so nach und nach, ne? Halt, das Problem ist jetzt nur, ich habe jetzt hier kein Glas mehr. Ich frage mich jetzt, wo hatte ich noch mal Glas gesehen? In irgendeinem Domizil hatte ich jede fucking Menge Glas gesehen. Wo war das? Ach, nee, ne? Ich mach dich gleich alle, du kleines Kackviech. Das da unten will ich übrigens wieder wegreißen. Wollen wir das gleich mal machen. Wo ich schon mal den Kackenfrosch hier rumgrölen höre. Wäre das doch das Passende jetzt hier. Alter, nein, Leute. Und das wird mit Sicherheit lustig, ne? Hört auf, hier rum zu grunzen. Der Honk ist am Start. Ja. Läuft. Nach unten. Ist gut. Alter. Mache ich das? Ja, fällt in die Lava, klar. Hauptsache, ich falle nicht in die Lava. Hauptsache, ich baue nicht unter mir die Klötze ab, die mich von selbiger heißer Substanz trennen. Heiße Scheiße, Digga. So. Alter, könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Nee, das hier war ja mal der Weg, den ich eigentlich zur Netherfestung vorgesehen hatte. Und der ist jetzt überflüssig. Und ich sehe es nicht ein, dass ich hier so ein Trunk stehen lasse. Das wird jetzt interessant. Ja, können wir eigentlich... Dann können wir das eigentlich schon wieder wegmachen hier. So. Ich hoffe, ich kriege das hier weggebaut, ehe der Kackenfrosch mir versucht, alles unterm Porsche wegzuschießen. Ja. Ihm juckt das Fell, ne? Ja, das kann man so sagen. Ich muss ein Uso trinken, der macht meinen Hals schön geschmeidig. Ausrede! Ausrede! Ja.
Oh, und es tut mir so leid um Wern, Herr, ne? Herr von Braun. Ich salutiere Ihrem Geiste. Dies war es dann. Wir müssen unbedingt dann auch ein Mahnmal für Wernherr an den Start kriegen. Aber erstmal müssen wir das Mahnmal für Hundi V1 wieder reinstallieren. Ich glaube, das wäre Zeit. Es wäre an der Zeit. Naja, will ich noch einen Klotz. Eigentlich ziemlich ruhig hier, ne? sagte er und zwei garstige Gasts nahmen ihn gleichzeitig unter Feuer. Und er sagte, hui, das sagte er natürlich nicht. Denn das sagen zivilisierte Menschen nicht. So. Warum eigentlich nicht? Meine, was ist so falsch am männlichen Geschlechtsteil? Was ist so falsch daran? Dass man es nicht aussprechen darf. Hui! Ah, heiße Scheiße. Ja, ich finde das jetzt eigentlich erstaunlich. Na, ich finde das erstaunlich, dass ich jetzt das hier so einfach abbauen kann. Ne? Wisst ihr noch, als ich das aufgebaut habe, Kackenfrosch-Terror am laufenden Band. Kackenfrosch hetzte sogar unsere Freunde die Ugus gegen uns auf, indem er sie unter Feuer nahm. Und nun? Ach, Ugo läuft mir fast in die Spitzhacke. Na, das ist doch super. Super. Ja. Ejo. Kollege. Warte mal. Wo ist das Viech? Gehst mal aus dem Weg. Da ist er. Schrei, du kleine Kacke. Ugo, würdest du vielleicht dich bemühen, mir nicht in die Pfeile zu laufen? Es wäre geil. Wirklich. Es wäre allgemein geil, wenn du hier dich mal verziehen würdest. Ja, Ugo, Digga. Ja. Alter. Ich mach dich. Ich mach dich gleich, Ugo, ey. Ejo. Ejo, Bruder. Bruder Schwein. Bruder Schwein. Ach nee, lass das sein. Lass das sein. Wenn du diese Melodie in den Kopf kriegst, kriegst du sie nicht mehr raus. Also, Baby Shark und solche Sachen sollten unter die Genfer Konvention fallen, nicht wahr? Findest du nicht auch? Jo, Digga, du bist jetzt weg. Ja, ja. Irgendwas? Ich meine, guck mal. Der Scheiß ist weg. Jo. Jetzt noch hier. Jo. Baby Schwein. Nein, tu das nicht. Tu dir das doch nicht selber an. Vögelchen. Ja. Ich kenne ja allerdings Leute, die, wenn ich von Baby Shark spreche, die dann sagen, was? Moment, was soll denn das sein, ne? Ah, welch glückliche Menschen, ne? Ja, wenn man sich das aber auch selber antut, ne? Okay. Weißt du was? Ist das Glas halbwegs sauber? Na, halbwegs. Wunder dich nicht, ich habe meine letzten beiden wirklichen Schnapsgläser zerdeppert, indem ich vor einiger Zeit eine Bratpfanne im Waschbecken habe drauffallen lassen. Ja, der Chaot. Boah, das ist aber mal einer. Jamas!
War ein bisschen viel. Okay. Macht aber den Hals gut sauber. Also nicht von außen, sondern in. So. Was habe ich denn jetzt vor? Ich wollte ja eigentlich Folgendes machen. Ich glaube, wir haben schon fast nicht mehr nötig, dass ich die Aktionen vollziehe. Wisst ihr, ne? Eisengolems, Boote und so weiter. Ich habe ja gesehen, ne? Bis auf wenige Kleinigkeiten ist das eigentlich recht locker gelaufen mit den Vololos. Ich befürchte aber, dass da noch um einiges mehr sind und ja. Wie war das jetzt eigentlich nochmal? Ah ja, genau. Hier war ich lange Zeit nicht mehr. Digga. Gut. Was macht er jetzt? Er, also ich, geht Erfahrungslevel farmen. Ah, sind wir lange nicht mehr hier gewesen. Und der Laden ist immer noch nicht fertig. Was ist hier eigentlich fertig? Das Ding ist, ich habe auch vor, einen Eisenbahntunnel von hier aus zum El Clopso Grande zu drillen. Und ja, das wird mal lustig. Okay. Oh, nee, ne? Guck mal. Oh, hier haben wir auch noch Obsidian. Guck mal. Hier ist noch jede Menge lustiges Zeug. Pfeile. Glas. Na toll. Warte mal. Dann schmeiß ich hier mal. Was, es hat hier überhaupt nichts zu suchen, aber ist vollkommen egal. Hauptsache, das ist weg. Ich wollte eigentlich. Ja, nee, dann schießen die auf mich. Ach, guck mal, da kommt er schon. Der wilde Skelettmann. So, ich weiß jetzt eigentlich nicht, was ich hier jetzt noch machen sollte. Also, ich würde hier gerne bauen, aber auf der anderen Seite, was ist das hier eigentlich? Kann man das rausnehmen? Ja, kann man, aber ob das angebracht ist.